Bis klar. Bis klar. Freunde, 18,36 Euro wurden wahrscheinlich noch nie so manipulativ verschwendet wie in dieser ARD-Show, die wir uns jetzt zusammen in Teilen anschauen werden. Eine Stunde Anti-AfD-Propaganda finanziert von uns. Finanziert von 33% der Wähler in Thüringen, 30% der Wähler in Sachsen und ca. 28% der Wähler in Brandenburg. Und genau das ist der Grund, warum die Öffentlich-Rechtlichen ein derartiges Format zurück ins Programm geholt haben. Normalerweise sollte dort Luis Klamroth mit Hart aber fair laufen, doch man hat sich dafür entschieden, dieses Format an dem beliebten Sendeplatz am Montagabend zu setzen. Die 100, so der Name der Show, soll eine Bürgernähe suggerieren, die uns zeigt, wie der Durchschnittsbürger die politische Lage in Deutschland einschätzt, in der Hoffnung, die Prozente der AfD wenigstens noch in Brandenburg etwas drücken zu können. Was dabei herauskam, ist eine völlig infantile Unterhaltungssendung mit laienhaft gestellter Pseudo-Objektivität von den Moderatoren sowie von den zufällig befragten Leuten auf dem Spielfeld. Wir sind nicht interessiert an wirklichen Argumenten, die man mit quantitativen Aspekten untermauern kann. Wir drücken hier voll und ganz auf die Emotionsdrüse und versuchen dem Zuschauer, es als ein stichhaltiges Argument zu verkaufen. Nachdem ich diese Show gesehen hatte, brauchte ich erstmal einen Ausgleich, der mich von derart negativen Erfahrungen etwas distanziert, bevor ich dieses Video aufnehme. Und deshalb war ich erstmal beim Sport und ich glaube, besser kann eine Überleitung zum heutigen Sponsor des Videos fast gar nicht sein. Unvogue Base Brand unterstützt euch beim Sport, ob in der Leistungssteigerung oder im Muskelaufbau. Mit dem Defender Protein oder dem Kreatin im neuen Design seid ihr bestens aufgestellt, um an euch zu arbeiten und nebenbei mal von manipulativen Formaten wie dem hier im ARD abzuschalten. Unvogue Base Brand setzt auf die wahren Sportlerwerte wie Disziplin, Leistungsbereitschaft und Fairness. Distanzierungen und Aufrufe, die AfD nicht zu wählen, wie wir im Folgenden noch mehr als genug sehen werden, wird es mit Unvogue Base Brand nicht geben. Probiert es gerne aus, ob das Whey-Protein, klassisch im Vanillegeschmack, gut löslich in Flüssigkeit oder das Kreatin im neuen Design. Beides findet ihr im Patria-Laden über den Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Kurze Werbung noch in eigener Sache. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum immer diese ganzen Namen im Intro stehen, ihr könnt mich gerne mit einer freiwilligen Kanalmitgliedschaft unterstützen und werdet dann auch dort aufgelistet, sofern ihr wollt. Und jetzt zu der ARD-Show. Junge, was war das schon wieder für ein brutales Eigentor? Sie können es einfach nicht lassen und sie lernen aus ihren Fehlversuchen, die AfD und ihre Wählerschaft zu diffamieren, einfach nicht. Und wenn du jahrelang dasselbe machst und ein anderes Ergebnis erwartest, dann entsprichst du der Definition von Wahnsinn. Die Öffentlich-Rechtlichen sind de facto wahnsinnig. Und mit diesem 100-Leute-Format haben sie einen weiteren Tiefpunkt in der Stimmungsmache gegen die AfD etabliert. Es wurden Kleindarsteller und Schauspieler angeheuert, die sich dann live in der Show von der AfD abwenden sollen, um dem Normie vor dem Fernseher zu zeigen, dass auch er als angeblicher Normie auf jeden Fall jetzt davon überzeugt ist, dass die AfD, ja was eigentlich, antidemokratisch ist. Und unser Thema heute ist eines, das Deutschland wirklich bewegt in letzter Zeit. Nämlich, wir wollen wissen, ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Ich glaube weniger, dass es Deutschland wirklich bewegt, denn die Standpunkte einer AfD waren in den 90ern völlig normale Forderungen. Baut euch eine Zeitmaschine, reist zurück in das Jahr 1992 und sprecht mit irgendeinem auf der Straße. Wenn ihr dem erzählen würdet, dass bis 2002 fast 5 Millionen Muslime in das Land einwandern und die vom Staat Geld und Wohnung gestellt bekommen, ohne eine Gegenleistung in Form von Arbeit zu zeigen, der würde euch für verrückt erklären. Dieses Thema ist ausschließlich in den Medien präsent, weil ihr es so prominent darstellt und das seit mittlerweile 10 Jahren. Die Ausgangsfrage lautet nun, ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Und so richtig unentschieden ist keiner hier auf der Null in der Mitte, sondern ziemlich deutlich auf beide Seiten verteilt. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an, wie Sie dazu abgestimmt haben. Und 63%, also eine Mehrheit von Ihnen, sagt ja, die AfD ist ein Problem. 37% der Befragten sagen eher nein bis nein. Und 63% der Befragten sagen eher ja bis ja. Das scheint jetzt erstmal eindeutig, aber die Prämisse des Konzeptes ist bereits falsch. Hier wird gefragt, ob die AfD ein Problem speziell für die Demokratie ist. Das bedeutet, die AfD ist hier negativ belastet und gerät in eine Art Rechtfertigungssituation. Jetzt ist natürlich kein AfD-Vertreter eingeladen, der eben diese Position bedienen kann. Stattdessen werden jetzt einige Leute befragt und dann argumentiert eine von den Öffentlich-Rechtlichen abgestellte Moderatorin pro AfD. Ihr glaubt doch nicht, dass das etwas wird. Sagen Sie mal, wieso haben Sie sich hier ganz auf die drei ganz rausgestellt? Weil die anderen Parteien genug Zeit hatten, alles richtig zu machen. Dann soll man den Leuten da auch die Chance geben. Das heißt, Sie sagen, AfD soll man einfach mal machen? Und genau. Was würden Sie sich davon erhoffen? Dass die Sachen, die schon seit Jahren nicht mehr angepackt wurden, angepackt werden.
Zum Beispiel? Alles Mögliche. Die Straßen sind kaputt. Nein, einfach nein. Und ab diesem Punkt glaube ich den Öffentlich-Rechtlichen gar nichts mehr. Glaubt ihr, dass ein AfD-Wähler, der sich hier auf das letzte Feld, also vollkommen pro AfD positioniert, mit dem Problem der kaputten Straßen anfängt? Da könnt ihr mich um 3 Uhr nachts wecken, ich ziehe mir einen Krabbenburger rein und ich würde ein Kurzreferat über die Probleme halten, die die beiden letzten Legislaturperioden unter ideologischer Politik gebracht haben. Die Migrationspolitik hat ein erhebliches Geldproblem gebracht, was jährlich an die 50 Milliarden Euro kostet. Es hat uns ein erhebliches Sicherheitsproblem gebracht mit Dutzenden Einzelfällen, wo aus Verachtung gegenüber der hiesigen Kultur Menschen verletzt oder getötet werden. Die Straftaten gegen die Selbstbestimmung sind seit dem Jahr 2015 fast um den Faktor 3 gestiegen. Wir haben täglich 2 Vergewaltigungen. Die Wirtschaft ist in den Keller gefallen, erst durch die selbstgemachte Corona-Krise. Viele Mittelstands- und vor allem kleinen Unternehmen haben die Lockdowns nicht überstanden. Und dann kreiert sich die Bundesregierung die nächste hausgemachte Krise, indem man das günstige Öl und Gas eines uns immer treuen Zulieferers nicht mehr annimmt. Stattdessen teuer aus Indien oder den USA importiert. Das lässt die Produktionskosten so hochschallen, dass es lukrativer für Unternehmen ist, im Ausland wie den USA oder China zu produzieren. Es werden folglich tausende Stellen in Deutschland gestrichen, Bosch, Miele und SAP, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Auf der anderen Seite erzählt man uns aber, dass die Zuwanderung notwendig ist, wegen dem Fachkräftemangel in einer immer mehr abbauenden Wirtschaft, in der wirkliche Fachkräfte, die auch hier ausgebildet wurden, entlassen werden. Auf der anderen Seite werden die importierten Pseudofachkräfte hier nicht arbeiten gehen und vor allem nicht unsere Renten zahlen, Ricarda. Stattdessen tingelt der Kanzler in Kenia rum und will Fachkräfte anwerben. Digga, wo sollen die denn arbeiten, wenn alle Unternehmen pleite gehen? Auf der anderen Seite werden die Lebenshaltungskosten und die Grundstückspreise immer teurer, sodass es immer schwieriger wird, für Familien mit Kindern ein Eigenheim zu beziehen. Das liegt natürlich auch daran, dass in den letzten 9 Jahren der Wohnungsmarkt mit knapp 5 Millionen Menschen geflutet wurde, die den Nachfragemarkt verzerren und somit das Angebot in die Höhe treiben. Also es gibt genug Probleme, die man hier erwähnen hätte können. Und sie nennt als Beispiel die kaputten Straßen. Das ist so dermaßen gestellt. Aber Sie haben schon Bedenken, oder warum stehen Sie hier? Ja, ich stehe hier, weil ich denke, wir müssen mehr dahin kommen, dass die Parteien benennen, was sie verändern wollen und dafür konkrete Lösungen präsentieren. Ganz besonders sehe ich das bei der AfD nicht. Und sehe im Moment aktuell, dass die anderen Parteien im Prinzip der AfD im Prinzip auch nur die einfachen Antworten geben. Es gibt wenig, was mich so rotieren lässt, wie die Aussage, dass die AfD nur einfache Lösungen für komplexe Probleme bietet. Diese Politik, wie sie gerade gefahren wird, sorgt für einen Haufen Probleme, die wirklich mit einfachsten Mitteln zu korrigieren wären. Führt Remigration ein. Wollt ihr nicht, weil böse. Nehmt Gas und Öl aus Russland an. Wollt ihr nicht, weil böse. Macht die Atomkraft wieder auf. Wollt ihr nicht, weil auch böse. Diese Lösungen der AfD sind vielleicht einfach, aber sie präsentieren Lösungen. Und manchmal sind die einfachen Lösungen einfach das Beste, was man machen kann. Aber was ich auf den Tod nicht abkann, ist, wenn irgendwelche Leute mir erklären wollen, dass Probleme, die für sie zu komplex sind, auch allgemein als komplex gelten. Das ist ja immer noch subjektiv. Da brauche ich keinen, der versucht, die zu komplexen Zusammenhänge für ihn selbst auf mich zu übertragen. Wir wollen in erster Linie jetzt die Kraft der Argumente wirken lassen, und zwar zu beiden Sichtweisen, nachdem wir hier gefragt haben. Merkt euch bitte das Wort Argument, denn alles, was jetzt passiert, ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ist die AfD eigentlich ein Problem für unsere Demokratie? Nein. Für diese Position sollte ich Argumente sammeln. Es ist vor allen Dingen ein Problem, 30% der Wählerinnen und Wähler zu ignorieren. Und exakt das ist das Problem. Sie sollte Argumente für die Position sammeln, wie in einer Aufgabe in der Schule. Und so leider fängt diese Präsentation auch schon an. Und das ist ihr auch wichtig, dass es auf diese Art und Weise beginnt. Denn sie wollte damit zeigen, dass es nur ihre Aufgabe war. Sie aber nicht mit Herz und Verstand hinter diesen Positionen steht. Und dann kommen da genau solche Argumentationsketten raus, wie wir sie jetzt erleben dürfen. In Sachsen oder 33% in Thüringen. Diese Ergebnisse und Zahlen, die mögen einem gefallen oder auch überhaupt nicht, aber sie sind das Ergebnis von freien und fairen Wahlen in unserem Land. Darf man das einfach so ignorieren und überall Brandmauern bis ans Ende aller Tage aufbauen? Sie soll für die AfD argumentieren und zählt keine Argumente für die AfD auf, sondern sagt sie, dass es nicht fair, dass es nicht demokratisch ist, eine Partei strikt auszuschließen. Warum sollte die AfD denn regieren? Dafür müsste sie in ihrer Position eigentlich argumentieren. Das Hauptthema, was den Menschen im Moment in Deutschland auf den Nägeln brennt, das ergeben aktuelle Untersuchungen, ist dieses hier. Und zwar das Thema Migration und Zuwanderung, ein Thema, was alle Parteien außer der AfD sehr lange mit sehr spitzen Fingern angefasst haben. Und jetzt, sagen ebenfalls die Umfragen, wollen 77% der Befragten eine Wende in der Migrationspolitik, wollen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Aber wer ausspricht, dass solche Terroranschläge
wie zum Beispiel in Solingen, auch eine Folge von ungeregelter Zuwanderung sind, der ist in den letzten Jahren immer sofort in die rechte Ecke gestellt worden. Wobei man gar nicht rechtsradikal oder Skinhead sein muss, um zu sagen, weniger Zuwanderung fände ich besser. Das sagen auch ganz normale Menschen. Dieser Angriff in Solingen war ausschließlich eine Folge der unkontrollierten Zuwanderung. Nicht auch eine Folge, das würde implizieren, dass dieser Angriff noch andere Ursachen hätte. Nein, dieser Mann hätte gar nicht hier sein dürfen, weil er bereits sicher in Bulgarien untergekommen war. Dieser Mann hätte nicht länger hier sein dürfen, weil seine Aufenthaltserlaubnis abgelaufen war. Dieser Mann tauchte unter, ohne dass man nach ihm suchte, damit er nicht nach Bulgarien abgeschoben wird. Und tauchte dann wieder auf bei dem Angriff in Solingen. Das geht voll und ganz auf das Konto der Migrationspolitik. Ich lebe seit 74 in Deutschland. Muss ich ehrlich sagen, Schluss. Die Grenzen, die müssen zu bleiben. Voll ist zu voll. Ist voll. Deutschland ist voll. Nein, ist Deutschland nicht voll. Nee. Der Wohnungsmarkt und die Preise für Neubauten sowie für Eigentum im Allgemeinen sagen etwas anderes. Komplett, die müssen zumachen, die Grenzen, ist zu voll. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das hätte nicht ein türkischstämmiger Mann im Ruhrgebiet gesagt, sondern jemand in Sachsen oder in Thüringen. Die AfD möchte die Zuwanderung viel stärker begrenzen als alle anderen Parteien in Deutschland. Sie möchte auch weniger Menschen aus anderen Kulturen bei uns haben. Das sind zentrale politische Fragen, über die man in einer Demokratie doch streiten können muss, streiten können soll in dem Moment. Was machen wir? Wir grenzen aus. Diese Dame soll pro AfD argumentieren und zählt ausschließlich negativ dargestellte Punkte auf? Und ihr Pro-Argument ist dann, dass die Demokratie diese Meinung aushalten müsse? Alter, ich dachte immer, das ist das eigentliche Fundament der Demokratie. Also warum diskutieren wir hier darüber, dass die AfD doch auch mal was sagen darf? Das ist kein Argument für die AfD, das ist gar nichts. Das ist der eigentliche Konsens. Und das machen wir jetzt auch. Licht aus. Sie, hier im Dunkeln, dürfen jetzt nicht mehr mitspielen. Junge, was für eine infantile Scheiße. Jetzt werden die des Feldes verwiesen und dann fragt der Ingo, wie sie sich jetzt fühlen, wenn die ausgeschlossen werden. Es ist die schwachsinnigste Sendung, die ich hier gesehen habe. Ich fühle mich, als würde ich hier Tabaluga TV für Erwachsene gucken, wenn ich die Darsteller da über das Spielfeld hin und her laufen sehe. Ja, greifen wir die Frage doch gleich mal auf. Sie sind jetzt quasi des Feldes verwiesen worden. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Komisch. Ja, ne? Ziemlich doof eigentlich. Ja, nee. Jetzt sollten wir davon ausgehen dürfen, dass innerhalb dieser Gruppe nur Pro-AfD-Schauspieler stehen. Stattdessen haben wir einen Kandidaten dabei, der sagt, dass es ein Problem ist, die AfD auszuschließen, da sie sonst noch mächtiger wird. Junge, du bist offensichtlich Anti-AfD, was stehst du da eigentlich rum? Und das kann ich euch beantworten. Man hat den Bruder dort platziert, dass er diese Aussage bringen kann, damit, ja, was wird hier eigentlich versucht? Selbst die Pro-Seite der AfD nicht vollends überzeugt ist von der AfD und diese teilweise als gefährlich ansieht? Nee, Sie schütteln den Kopf, Sie sind kein Anhänger. Ich bin kein Anhänger der AfD, aber ich sage auch, die Brandmauer fördert einfach nur die AfD. Man muss mit denen umgehen können. Mhm. Es ist also, ich bin mir sicher, wenn die Brandmauer, und deutet ja vieles darauf hin, noch höher gezogen wird, dann versammeln die sich irgendwann bei 50% und dann haben wir ein Problem. Mhm. Man muss mit denen auch spielen können. Spielen, es geht um ernste Sache auch. Und auch entzaubern können. Mhm. Denn da ist so viel Schwachsinn in deren Programm und viele wissen gar nicht, was sie sich damit antun, die AfD zu wählen. Meine Lieben, 18,36 Euro finanzieren hier die Pro-AfD-Seite. Und lieber 100, jetzt möchte ich von Ihnen allen wissen insgesamt, wie Sie sich zu diesem ersten Argument verhalten. Und zwar nur zu diesem Argument und nicht zu unserer Eingangsfragestellung. Also es ist ein Problem, 30% der Wählerinnen und Wähler zu ignorieren. Da oben steht es nochmal. Und je mehr Sie das so sehen, desto weiter stellen Sie sich jetzt auf dieser Skala bis dorthin Richtung Anna. Oder wenn Sie sagen, nee, das ist eigentlich kein Problem, dann in den Minusbereich auf dieser Seite oder eben dazwischen. Also vielen Dank und machen Sie Ihre Wahl jetzt. Es ist ein Problem, diese 33% kategorisch auszuschließen und damit die Meinung des Souveränen völlig zu entwerten. Aber das ist kein Argument für das Programm der AfD. Warum ist die AfD jetzt kein Problem? Warum ist die AfD eigentlich eine willenswerte Partei? Wir haben keine Anhaltspunkte diesbezüglich präsentiert bekommen. Ausschluss der Partei mit dem höchsten Wähleranteil ist höchst undemokratisch, aber die Relativierung dieses, nennen wir es mal Argumentes, haben wir direkt mitgeliefert bekommen, mit der Frage, muss eine Demokratie das aushalten? Da ist die Antwort natürlich, wenn es zu extrem wird, nicht mehr. Was ist extrem? Wer definiert es? Keine Ahnung. Man kann mit der AfD einfach nicht diskutieren. Einfacher Ausweg. Aber Sie haben doch gesehen, was haben Sie gedacht, als da eben plötzlich ein guter Teil hier der ganzen 100 einfach hinter die Kulisse gesteckt wurde? Der demokratische Gedanke dahinter, dass man diskutieren muss, aber ich sag mal, mit einem Herrn Höcke und Konsorten kann man nicht diskutieren. Mhm. Punkt. Die treffen Aussagen über migrationshintergründige Menschen, da werden Gespräche geführt mit rechtspopulistischen, rechtsaktiven Parteien, funktioniert nicht. Also AfD ist für mich unwählbar.
Punkt. Aber ich denke, dass man sicherlich diskutieren sollte, das ist okay, aber ich sehe es genau wie mein Vorredner, das ist eigentlich nicht wählbar bei dem Programm und wenn ich dann solche Dinge höre, unser Volk oder Passbürger oder solche Sachen, also dann zieht sich bei mir die Krawatte zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum die jetzt unwählbar sind für den Ersten, auch hier werden Argumente mit zumindest einem entsprechenden Beispiel ausbleiben. Und den anderen stört es, wenn das Wort Volk gesagt wird. Wir sind nun mal ein Volk und die Politik, die in Deutschland gemacht wird, dient laut Inschrift am Bundestag erst einmal dem deutschen Volk und nicht allen anderen Ländern auf der Welt. Wir machen einen Sprung und kommen zu dem ersten Argument gegen die AfD. Mein erstes Argument lautet, die AfD ist rassistisch, sie wertet Menschen ab und sie grenzt Menschen aus. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat. Ende der Durchsage. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird ausgemistet. Die AfD ist rassistisch und ausgrenzend. Nein, und selbstverständlich. Das Konzept von Nationalstaaten ist inhärent ausgrenzend. Ich kann nicht Australier, Österreicher, Deutscher, Russe, Kenianer, Chinese und sonst was sein. Das hat etwas mit Volks- und Kulturzugehörigkeit zu tun. Und dennoch wird es unter der AfD in Regierungsverantwortung noch weiter Einwanderung in unser Land geben. Das ist doch ganz klar. Nur auf legalem Weg. Woran sich hier vielleicht etwas aufgehangen werden kann, und das vielleicht auch zu Recht, ist die Rhetorik entfernen und ausmisten. Das geht mit mehr Eloquenz, geschieht aber auch bei Reden aus Emotionen heraus. Aber im Endeffekt stimmt es, was diese Männer sagten. Illegale und Kriminelle müssen weg. Und da braucht man nicht großartig rumzudiskutieren. Es ist das Problem der Öffentlich-Rechtlichen und aller anderen, die es so sehen wollen, dass diese Aussagen immer auf alle Ausländer verallgemeinert werden. Das ist reine Interpretation dieser Leute. Ja, ich glaube, es ist schwer dagegen zu argumentieren, dass in diesen paar Sätzen schon eine ganze Menge Abwertung, Ablehnung, auch Hass drinsteckt. Selbst wenn jemand bei der Geburt dreimal hochgeworfen und nur zweimal wieder aufgefangen wurde, kann dieser separieren zwischen kriminellen und illegalen Einwanderern oder tiptop integrierten Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Der Hass kommt ausschließlich von dem Moderator, der hier nicht quantitativ gegen die AfD argumentiert, sondern mit Emotionen versucht, die Leute von seiner Position zu überzeugen. Also was ist das hier jetzt? Eine politische Debatte mit knallharten, faktenbasierten Argumenten, die auch die Probleme und die potenziellen Lösungen mit einbeziehen? Oder ist das hier wie bei f***ing DSDS der Kandidat mit der emotionalsten Geschichte gewinnt? Und wenn es einen Terroranschlag gibt, wie zuletzt in Solingen, dann ist für die AfD nicht ein Islamist schuld, sondern dann werden alle Musliminnen und Muslime unter Generalverdacht gestellt. Auch das ist eine absolut absurde Aussage. Reiks Freundin saß auf dem Sofa und war in dieser Nacht nicht in Solingen. Was aber Fakt ist, dass durch die jahrelange Grenzöffnung Unmengen an radikal-islamistischen Fundamentalisten und Terroristen nicht registriert in das Land einreisen konnten. Es konnten Infrastrukturen aufgebaut werden. Und jetzt ernten wir die Früchte, die ihr gesät habt. Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, ob die Leute, die seit 2015 ins Land gekommen sind, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, jetzt um den Faktor 3 oder um den Faktor 6 bei derartigen Straftaten überrepräsentiert sind. Diese Probleme resultieren ausschließlich aus einer vorsätzlich schlechten Migrationspolitik. In meinem Leben bedeutet das Freunde, Kolleginnen und Nachbarn. Und auch das ist schon wieder falsch. Dein Freundeskreis besteht nicht aus radikalen Kriminellen, die die deutsche Kultur ablehnen. Hier wird alles, was nicht bis auf 5 Generationen Deutsche ist, in einen Topf geworfen. Und diese Art von Präsentation ist rein emotional und will die Leute gar nicht mit Fakten überzeugen. Und es bedeutet sicherlich auch, dass einige von ihnen mitgemeint sind. In Deutschland leben zwischen 5 und 6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Und ich glaube einfach, dass solche Verallgemeinerungen eine Gefahr für unsere Gesellschaft sind. Sowas lässt mich ja rotieren. Der Einzige, der hier alles verallgemeinert, ist er selbst. Er ist offenbar nicht in der Lage, Statistiken im Kopf so zu verarbeiten, dass er Probleme klar benennen kann, aber auch klar zwischen gut Integrierten und Kriminellen unterscheidet. Er wird später noch das private Treffen als einen Argumentationspunkt auflisten. Ich habe aber noch was anderes gefunden. In Brandenburg, da ist nächsten Sonntag Wahlkampf, da hat die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, ein Handyspiel entwickelt. Das sieht so aus. Und da finden sich einfach verschiedene Symbole, Dinge, die die AfD ablehnt. Da haben wir Regenbogenflagge, das steht wahrscheinlich für queere Menschen. Das da soll ein Lastenfahrrad sein, steht also für Ökologie, ökologische Menschen. Sie sehen da auch schwarze Menschen. Und das Ziel des Spiels ist es, mindestens 3 von diesen Symbolen in eine Reihe zu kriegen, dann verschwinden die und man sammelt Punkte. Und dazu gibt es dann noch einen passenden Belohnungssound. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade gut gehört haben, der Belohnungssound, wenn man 3 schwarze Menschen entfernt, ist abschieben. Dieses Spiel ist einfach menschenverachtend. Ich musste wirklich lachen. Das ist eine Auflistung an Internet-Memes. Wir haben das Phantombild des Ich-will-f***en-Kerls,
eine Regenbogenflagge, einen NPC, der einfach nichts rallt, ein Messer, was jeden Tag aufs Neue in den Nachrichten ist, und ein Lastenrad. Dieses Spiel umfasst eure Politik und ihr steht da wie der NPC, der einfach nichts rallt. Ihr habt das Meme vor euch, was ihr verkörpert, und ihr seht es einfach nicht. Das muss doch wie ein Spiegelbild wirken. Viele in der AfD, die scheinen das ja tatsächlich ernst zu meinen und wollen wirklich Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen aus unserem Land entfernen. Millionen, mein Bester. Millionen. Entfernen ist nicht das Wort, was ich benutzen würde, sondern eher remigrieren. Die Anti-AfD-Seite argumentiert damit, dass die AfD Gebrauch von geltendem Recht machen will und Kriminelle, sich hier illegal aufhaltende und Leute, deren Asyl irgendwann abläuft, zurückführen will in deren Länder, wo sie hergekommen sind. Ja, das ist ja wohl der Deal von Anfang an gewesen. Wer hat die Uhr jetzt auf, wo die hier sind, bleiben die für mal hier gestellt. Ich rede von dem Geheimtreffen Ende letzten Jahres in Potsdam, Sie haben das sicherlich alle mitbekommen, wo Rechtsextreme und auch Vertreter der AfD sich getroffen haben und über Remigration gesprochen haben. Ja, perfekt, haben wir das private Treffen auch erwähnt. Und es gab daraufhin Protest in ganz Deutschland. Der AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hat das hier getwittert. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Aber die... Das ist genau das, was die Bundesregierung gerade gemacht hat mit 28 Afghanen, nur mit mehr Konsequenz. Ich sehe hier bei Allah Subhanahu wa Ta'ala kein Problem. Die AfD geht noch weiter. Es geht ja nicht nur um Ausländer, sie unterteilt auch Deutsche in verschiedene Klassen. Hören Sie sich mal kurz an, was Björn Höcke letzten Winter auf dem Dresdner Schlossplatz gesagt hat. In dem Ausschnitt, den ich Ihnen gleich zeige, da redet er über das deutsche Volk und wer dazugehört. Schaut euch ins Gesicht. Sprecht miteinander. Hört euch zu. Nehmt euch wahr. Begegnet euch. Und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren. Treu und deutsch und eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkennen wird. Was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ist sehr unangenehm, aber ich würde Sie bitten, Björn Höcke mal ganz kurz beim Wort zu nehmen. Schauen Sie sich bitte wirklich mal um untereinander. Sehen Sie sich jetzt mal, ich meine das ernst, sehen Sie sich mal bitte ins Gesicht. Lassen wir diese romantische Szene doch jetzt besser mal außer Acht. Wir haben kulturelle Gemeinsamkeiten, wir sind gleich sozialisiert worden, unsere Vorfahren haben schon eine gemeinsame Geschichte. Natürlich bin ich dieser Person näher und vertraue eher auf ihre Hilfe als einer Person, mit der ich all diese Sachen nicht teile, vielleicht nicht einmal die gleiche Sprache. Und das waren beide Argumentationsketten, Pro und Contra AfD. Auf der einen Seite hatten wir, dass die AfD Schwachsinn in ihrem Wahlprogramm stehen hat, aber eine lebendige Demokratie darf nicht die 33% der Wähler ignorieren und ausschließen. Auf der anderen Seite hatten wir einige Begriffe, die die Gefühle einiger Leute verletzt haben. Ihr verletzt hier permanent meine Gefühle und ich werde dafür noch zur Kasse gebeten, sonst komme ich in den Knast. Die erste Runde offenbarte keine Argumentation, die auch nur irgendetwas aus dem Wahlprogramm positiv oder negativ darstellt. Stattdessen appellierte die Moderatorin eher an den Grundgedanken der Demokratie. Der Moderator, der die Anti-Rolle einnimmt, baut einen Schwall an Emotionen auf und versucht die Leute damit gegen die AfD aufzubringen. Hier wird nicht einmal im Ansatz versucht, eine wirkliche Debatte zu kreieren. Noch schlimmer als die erste Runde wird die zweite Argumentationsrunde. Und das zweite Argument, das ich gefunden habe, lautet: Der Staat und die Gesellschaft sind stabil genug und halten die AfD aus. Die verarschen uns doch. Das ist keine Argumentation für die AfD. Was zum F*** ist das? Ich bin gerade sprachlos. Und die Optics hier sind ja wirklich sehr stark pro AfD. AfD-Wählen ist so 1933. Vielleicht haben Sie Anfang des Jahres auch auf den Anti-AfD-Demonstrationen diese Plakate gesehen. AfD-Wählen ist so 1933. Denkt man, auch ein flotter Spruch, ist mal eben schnell geschrieben, Nazi-Vergleich AfD. Das stimmt einfach nicht, denn wir leben im Jahr 2024. Und auch wenn die AfD eine Nazi-Partei wäre, wie NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sie immer nennt. Wie oft will dir es noch erwähnen und hochhalten? Wenn ich für etwas pro argumentieren würde, dann schmücke ich die Bühne nicht mit Plakaten der Gegenseite. Es ist eine Farce und es ist eine Frechheit. Eine Beleidigung für meinen Geldbeutel und meinen Verstand. Und jetzt zieht euch das hier rein. Für was für einen infantilen Mist unsere Gebührengelder draufgehen. Die bauen ein Haus aus Bausteinen mit den Begriffen Grundgesetz, Demokratie und so weiter. Hier steht unser Haus, was stark genug ist für eine Demokratie, um die zu halten. Und dann frage ich Sie, liebe 100, wie sehen Sie es? Man muss ja die AfD nicht mögen. Und wir rütteln mal dran. Es bleibt alles stehen. Das ist unsere gesellschaftliche Basis im Jahr 2024. Man muss die AfD nicht mögen. Man muss ihre Argumente nicht gut finden. Man kann auch sagen, es ist schrecklich, wie dort argumentiert wird. Aber ist das wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie? Das ist das Pro-Argument. Ich bin kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Wie schlecht willst du die Wähler, die euch genauso bezahlen wie andere Wähler, eigentlich noch dastehen lassen? Bunte Gesellschaft, Europäische Union, wenig Arbeitslose. Wie sehr will man uns eigentlich verarschen?
Auf unsere Kosten. Der teuerste Rundfunk der Welt streicht fast 9 Milliarden Euro ein und baut wenig Arbeitslose mit in das Grundgerüst der Demokratie ein, was überhaupt keine Verbindung hat. Während auf der anderen Seite durch die aktuelle Politik Dutzende Leute ihren Job verlieren. Aber man muss es ja nicht mögen, wenn die AfD faktenorientiert argumentiert. Das hält die Demokratie schon aus. Diese Dreistigkeit, so einen Schrott auszustrahlen, macht mich krank. Argumentiert die Anti-AfD-Seite wohl noch mehr gegen die AfD? Ist ja schwierig, diese Propaganda gegen die AfD noch zu überbieten. Ich komme für das zweite Argument, das ich recherchiert habe, mal in Ihre Mitte. Ich habe nämlich was mitgebracht. Das heißt, das ist dieser Koffer hier. Der Koffer steht für mein zweites Argument. Und das lautet, die AfD ist ein Problem, weil sie macht Menschen Angst. Nicht die AfD macht den Menschen Angst. Ihr setzt den Menschen Parallelen zur Verfolgung in den Kopf. Das ist geisteskrank, derartige Verbrechen auf unsere heutige Zeit und auf die heutige Parteienlandschaft zu übertragen. Und das beste Argument dafür, dass ihr den Leuten Angst macht, das liefert ihr selbst. Meine Mama, mein Papa und meine Oma, Gott hab sie selig, haben die Shoah den Holocaust überlebt. Sie hatten nach dem Krieg immer einen Koffer, den ich erst als 10-Jährigen entdeckte. Und ich entdeckte in diesem Koffer neben vielem, wie dann Krügerrandmünzen rausfielen. Und ich fragte, was dieser Koffer soll, ein alter, verbrauchter Koffer. Und sie sagten, Michel, wenn wir gehen, er ist immer gepackt. Und wir werden mit diesem Koffer überleben, ein paar Monate. Ja, ihr seht richtig, die führen als zweites Argument allen Ernstes den Holocaust an. Das wahrscheinlich schlimmste Ereignis der jüngeren Geschichte und bauen somit die Verbindung zur AfD auf. Das ist Hetze gegen die AfD und ihre Wählerschaft in extremer Form. Das ist zu widerwärtig. Sie können sich auf mich verlassen, wenn Sie angegriffen werden. Kann ich mich auf Sie verlassen? Eine Partei, die so viel Angst verbreitet, dass Menschen wieder einen Notfallkoffer zu Hause haben, und das war mein zweites Argument, so eine Partei ist ein Problem für die Demokratie. Der Spiegel aus dem Jahr 2012. Lieber Raketenhagel als Leben in Frankreich. Jüdische Franzosen flüchten nach Israel, weil der muslimische Antisemitismus immer extremer wird. Der Koffer ist also bereits gepackt, bevor die AfD überhaupt gegründet wurde. Das war kein Argument gegen die AfD, das war Hetze, Panikmache und es wird kein Zusammenhang erklärt, sondern nur Befürchtungen aufgezeigt, die dann als Worthülsen mit einem dicken Nebelschleier der Angst im Raum herumfliegen. Euer Geld bei der Arbeit. Das dritte Pro-Argument. Liebe 100, mein drittes Argument lautet, die AfD ist kein Problem, vielleicht müssen wir wieder lernen, andere Meinungen, abweichende Meinungen auszuhalten. Diese Sendung ist komplett Auch das ist kein Argument für die AfD, es ist eine andere Formulierung des, wenn man so will, zweiten Arguments. Ich dachte, andere Meinungen auszuhalten, ob gut oder schlecht, wäre Konsens in einer Demokratie. Aber sie macht ihren Job nicht, die zählt keine Pro-Argumente für die AfD auf. Stattdessen kommt jetzt wer zu Wort, der hier den basiertesten Take hat? Einer von der AfD? Nein, es ist Armin Laschet, Junge, Alter, ich kack ab. Da hat Armin Laschet, der frühere Kanzlerkandidat der CDU, Folgendes gesagt. Wir haben uns angewöhnt, eine Position, die vermeintlich die große Mehrheitsposition ist, zu moralisieren. Ich habe das erlebt bei Corona. Man war auf dem Trip, alles schließen ist gut. Die Menschen, die das anders sahen, wurden in die Ecke gedrängt als Leugner oder irgendwas. Und ich finde, den Streit müssen wir aushalten. Ich nenne ein letztes kleines Beispiel, wo wir das heute aushalten müssen. Wir sind alle dafür, die Ukraine zu unterstützen, auch mit Waffen. Aber der, der sagt, ich bin Pazifist und will das nicht, wird aber gleich in die Ecke gestellt, Putin-Troll, Naivling, irgendetwas, und wird aber mit einer moralischen Position in die Unrechtsecke gedrängt. Und das macht den, der anders denkt, nochmal wütender. Dabei lebt, liebe 100, unsere Demokratie von unterschiedlichen Meinungen, von Widerspruch. Und wir müssen doch lernen, auch widersprüchliche und andere Meinungen wieder auszuhalten. Das gilt auch im Rahmen der Gesetze für AfD-Anhängerinnen und Anhänger. Ich habe langsam den Punkt erreicht, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist noch nicht Zeit für das Schlussplädoyer. Das letzte Kontraargument. Und jetzt betreten wir noch einmal die unterste Schublade an Falschdarstellungen. Jetzt eine letzte Runde, Tobias, für Argumente mit dir. Vielen Dank, Ingo. Mein drittes Argument, das ich recherchiert habe, das lautet, die AfD beschädigt den gesellschaftlichen Diskurs. Das klingt erstmal ein bisschen komplizierter, als es, glaube ich, ist. Ich habe ein paar Beispiele, was ich damit meine. Und weil es jetzt auch um den Umgang mit Fakten geht, wechseln wir kurz das Genre und spielen einen Quiz. Wir werden sie jagen. Gejagt ist wahrscheinlich das einzige Quiz, bei dem man gar nichts gewinnen kann. Ich glaube aber, dass es gesellschaftlich womöglich eine Menge zu verlieren gibt. Fragen habe ich aber wirklich. Und die erste Frage lautet, wer ist denn schuld am Klimawandel? Sie müssen sich noch nicht dazu verhalten, ich frage es gleich nochmal ab. Antwortmöglichkeit A, der Mensch. Oder B, die Sonne. Oder C, der Mond. Ey, selten so den Drang gehabt, einfach den Computer auszumachen und dringend etwas anderes zu machen. Womit schützt man seine Kinder? A, mit Fahrradhelmen. B, mit gutem Kinderfernsehen. Oder C, mit Hitlergrüßen. Ich will wirklich gar keine Meldung jetzt haben, ich will nur auf eine Sache hinaus, nämlich auf dieses Plakat. Das ist ein Wahlplakat von Wilko Möller, der in Brandenburg damit Wahlkampf gemacht hat. Und
wenn sich jemand von Ihnen mit so einem ausgestreckten Arm in der Öffentlichkeit zeigen würde, dann würden Sie eine Anzeige in Kauf nehmen. Wilko Möller sagt, es ist total abwegig, Zitat, es ist absurd, dass man darin einen Hitlergruß erkennen soll. Trotzdem, die Polizei sieht das anders, ermittelt jetzt gegen ihn und die Plakate hängen auch nicht mehr. Stark, ein Stock-Footage-Bild, was man käuflich erwerben kann, zeigt eine Familie, die ein schützendes Dach, wenn man so mag, das Dach der Demokratie über ihre Kinder errichtet. Ihr seht überall NS-Konnotationen, weil ihr geisteskrank seid. Dieser Charlie Chaplin-Verschnitt mit der komischen Frisur wohnt mietfrei in eurem Kopf. Aber auch sowas, darauf will ich hinaus, macht diese Partei zu einem Problem, weil sie damit natürlich Stück für Stück die Grenzen dessen verschiebt, was man sagen, was man zeigen, was man tun kann. Und damit bin ich am Ende dieses Arguments, wenn 1 plus 1 nicht mehr für alle Menschen 2 ergibt, wenn also Fakten nicht mehr das ist, dass wir als Basis unserer politischen Auseinandersetzung nutzen, dann funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr so, dann ist es gefährlich für die Demokratie. Und er beendet mit dem Orwellschen Doppeldenk. Wie paradox, dass gerade diese politische Seite mit einer Orwellschen Verbindung ein Argument beendet, wobei es ja so gesehen eigentlich kein Argument war. Wir schauen noch abschließend auf das Ergebnis. Frage: Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Ja oder nein? Bitte sehr. Prozent von Ihnen haben sich eher auf die Seite gestellt, ja, sie ist ein Problem für diese Demokratie. 28% haben gesagt, nein, und dazwischen haben sich auch einige hier bei der Null positioniert. Und das Interessante ist jetzt natürlich, wir wollen gucken, ob sich da was verändert hat im Laufe dieser Sendung im Vergleich zu Beginn der Sendung. Und deswegen legen wir mal die Ausgangsposition und jetzt die Endposition übereinander. Und wir sehen, jetzt zum Ende der Sendung haben sich 68% auf diese Seite gestellt und 28% eben nicht. Glückwunsch, euer Schauspiel kam genau auf das Ende, was man haben wollte, als wäre es geplant gewesen. Also ich habe am Anfang, war ich ziemlich unbedarft und habe gedacht, jede Demokratie muss das auch aushalten können, die Meinung von der AfD. Aber im Laufe dieser Sendung ist mir eigentlich total klar geworden, dass man diese Meinung doch nicht akzeptieren kann. Hm. Darf ich Sie auch nochmal fragen, Sie standen vorhin auch woanders? Vorne auf der 3. Vorne auf der 3. Ja. Auf der Seite, nein, Sie ist kein Problem, die AfD. Und jetzt stehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegenteilige Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt? Es ist ganz einfach leicht zu erklären, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. Man weiß nicht, was er vorhat. Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position. Richtig. Durch die Sendung haben wir alles nachverfolgt und dann konnten wir darauf andere Gedanken. Deswegen haben sie sich dann hierher gestellt. Richtig. Ja. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf dieser Seite gekommen. Ja. Der Bruder ist laut News ein Kleindarsteller. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zeit für ein basiertes Schlussplädoyer. Die GEZ-Gebühr gehört abgeschafft. Ich habe keinen Bock für etwas zu bezahlen, was mich beleidigt, was mich diffamiert, was mich in Verbindung mit dem ausbringt. Hier wurden Argumente versprochen, bekommen haben wir eine pure Manipulation basierend auf Emotionen. Das war das Schlechteste, was die Öffentlich-Rechtlichen seit langem produziert haben. Ich habe selten eine politische Debatte gesehen, in der 2 Kontrapositionen bedient werden. Ey, und dafür zahlen wir. Euer Geld bei der Arbeit. Mich würde es interessieren, wie ihr diese Sendung empfunden habt. Lasst es gerne alles in den Kommentaren raus und bis zum nächsten Video.